Die Bauarbeiten beim neuen Ressourcenpark direkt neben der Landesstraße in Hönigsberg verlaufen plangemäß. Für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Mürzzuschlag, Langenwang und Spital am Semmering entstehen bei der Entsorgung ihres Abfalls bis auf wenige Ausnahmen keine Kosten. Das Projekt läuft wirklich großartig, plangemäß. Man sieht schon, wie es wird. Man kann sich schon gut vorstellen, es wird im Juni fertiggestellt. Am 2. Juli geht die Anlage dann in Betrieb. Es wird dann von Dienstag bis Freitag ganztägig, Samstagvormittag vorläufig einmal im Monat. Man wird sehen, wie es der Bedarf ist, bereitstehen für Wertstoffe, wie man sagt, oder Abfälle aller Art, die man hier abgeben kann. Es wird die bekannte Karte an alle Haushalte übergeben. Das wird kostenfrei sein. Also ich habe schon gehört, die Frage, ob das dann was kosten wird. Nein, es ist kostenfrei. Eben durch die Wertstoffweiterverwendung sollen eben auch wieder Kosten abgedeckt werden. Also es ist für jede Bürgerin, für jeden Bürger ohne Entgelt bis auf Sonderabfälle hier möglich, seine Dinge zu deponieren. Wir werden wie gewohnt Siedlungsabfälle annehmen in haushaltsüblicher Menge, kostenfrei, also Sperrmüll, Altholz, das soll kostenfrei bleiben. Dagegen Problemstoffe wie Asbestzement beispielsweise oder Betonbaustellenabfälle, für die werden wir entsprechendes Entgelt verlangen müssen. Da geht es auch um die Verteilungsgerechtigkeit, dass nicht jeder zu Hause diese Abfälle haben wird. Ein Häuselbauer wird sowohl Baurestmassen haben, ein Wohnungseigentümer, ein Wohnungsmieter wird die vermutlich nicht haben. Und da geht es einfach um die Verteilungsgerechtigkeit, dass man gleichmäßig und alle Bürger behandelt. Und noch eine zusätzliche Botschaft, weil das immer wieder brandaktuell ist. In unserem täglichen Leben nehmen die Lithium-Ionen-Akkus in allen möglichen Geräten ständig zu. Und wir haben hier aufgrund der geringen Preise schon sehr kleinteilige Geräte, die Fitnessuhr, die kleine Taschenlampe, bis zum Rasenroboter oder bis zur Poolpumpe, die akkugesteuert ist. Und genau diese ganzen kleinen Akkus mit oder ohne Gerät sind Geräte, die nicht mehr in den Restmüll gehören, sondern sind brandgefährlich und sollten unbedingt hier gratis angeliefert werden. Geführt wird der Ressourcenpark als Eigenbetrieb des Abfallwirtschaftsverbandes Mürzverband, der auch für die Einstellung der Mitarbeiter zuständig ist. Ja, da bin ich jetzt sehr positiv gestimmt. Wir führen gerade Bewerbungsgespräche und haben in Summe Frauen und Männer gleichermaßen, die sich für uns interessieren, für den Arbeitsplatz interessieren. Und wir werden dann zwei Frauen und zwei Männer beschäftigen. Und die Frauen sind in der Abfallwirtschaft angekommen. Das freut mich ganz besonders. Im Gemeindegebiet von Mürzzuschlag sorgte zuletzt die Änderung bei der Sammlung von Glas für Diskussionsstoff. Die Stadtgemeinde Mürzzuschlag hat im Herbst 2023 als letzte Gemeinde des Bezirkes die sogenannte Glasumstellung gemacht, von den bequemen Behältern sehr oft im Müllsammelraum zum sogenannten Hubbehälter. Die Umstellung ist, muss man wirklich sagen, dank der Bewohnerinnen und Bewohner sehr problemlos verlaufen. Natürlich, kleinere Verbesserungen haben bereits stattgefunden. Und wir haben ja gesagt, die Anzahl der Behälter und die Aufstellorte werden dann im Frühjahr nach einem halben Jahr Probebetrieb evaluiert. Also das ist das eine Thema. Gleichzeitig haben wir dabei den Fuhrpark verändert und unsere derzeit vorhandenen Müllsammelfahrzeuge haben keinerlei Stauraum mehr zum Mitnehmen von irgendwelchen Problemstoffen. Es ist leider fahrzeugtechnisch nicht mehr anders möglich. Deshalb möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass hier in diesen zukünftigen neuen Räumlichkeiten unentgeltlich die Problemstoffe von jedermann angeliefert werden dürfen und auch sollen. Und das zu erweiterten Öffnungszeiten. Bis Ende Juni steht nach wie vor das Altstoffsammelzentrum auf dem Gelände der Firma Herbicek zur Verfügung.